Lord Woolsack ist beschäftigt, Sir Longarm auf einer Mission im Ausland und ihr braucht eine neue Aufgabe. Deshalb entscheidet ihr euch, weiter zu marschieren. Die Männer, die ihr in die Grafschaft der Ratte geschickt habt, haben versagt. Was kann ich dafür? Ich hab nur die Truppen gestellt. Die Ratte hat sie befehligt. Still! Erobert die Ländereien der Ratte zurück, oder ich reiß euch die Zunge heraus. Ich muss mich um die Ursache des Problems kümmern. Die Vergangenheit des Wolfes ist geheimnisumwoben. Alles, was man von seinem Werdegang weiß, sind Geschichten und zweifelhafte Gerüchte. Abgesehen davon glaubt man, dass seine Eltern beide kurz nach seinem 18. Geburtstag eines natürlichen Todes gestorben sind. Dringt in die nächste Grafschaft der Schlange ein und verteidigt euch gegen seine Streitkräfte. Die Grafschaft grenzt an eine des Wolfs. Seid also wachsam, denn ihr müsst schnell reagieren, sollte er sich entschließen, sich zu zeigen. Hi Leute, wir spielen mal wieder Stronghold und wir sind bei der Mission 11. Die heißt Blutvergießen und ja, anscheinend werden wir das erste Mal auf den Wolf treffen. Mal sehen, was uns in der Mission erwartet. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Ja, so wie es aussieht, wieder eine relativ große Karte. Hier ist der Wegweiser. Gucken, ob wir dieses Plateau hier nutzen können zur Verteidigung. Hier haben wir auch Eisen und Stein. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Vorräte. Ja. So. Erweitern wir kurz das Vorratslager. Dann werde ich den kleinen Wald hier abholzen lassen. Dort noch zwei Holzfäller hin. Gleich meinen Marktplatz noch bauen. Eine Hütte. Und ja, von Anfang werde ich ein paar Jägerstände bauen. Und nachher einfach wieder auf die Brotproduktion gehen. Das ist halt wesentlich effektiver. Wir benötigen mehr Holz. Okay. Brauchen wir ein bisschen Holz. Ja. Und dann werde ich mich in dieser Mission, weil eigentlich, ja, müssen wir bloß wieder bis zur letzten Schlacht ausharren, eher auf die Fernkämpfer konzentrieren, also Bogenschützen, um meine Burg zu verteidigen und gar nicht mal so auf Lanzenträger oder Streitkämpfer. In der Mission lernen wir das erste Mal die Armbrustschützen kennen. Wie ihr hier in der Unterkunft seht. Das kommt aber erst später in der Mission. Ich will noch nicht zu viel verraten. So, waren wir mal noch in der Farm. Zwei Steinbrüche. Ja, und dann brauchen wir erstmal wieder Holz. Hier so ein bisschen in die Ecke rein.
So. Also wir haben schon 10 Bögen und 10 Lanzen. Bin zur Stelle. Zur Verfügung. Noch eine Mühle hin. So. Und da kann ich gleich noch halt erst einen Pfeilmacher bauen. Bin zur Stelle. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das erste Mehl haben wir auch, dann werden wir schon in 2 Bäckereien bauen, würde ich sagen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Bin zur Stelle. So, dann kommen wir schon die ersten Steine. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Ja, wie sieht's aus? Ja, 15 Säcke Mehl haben wir, dann werde ich gleich mal noch weiter Bäckereien bauen. Stunde kann ich dann abreißen. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Da hinten haben wir
früh gemacht. Ja, und dann werde ich hier überall noch einen Steinwall ziehen und dann nachher hier. So, damit ich vor die Angreifer. Eine Botschaft halt. Der Schlange. Am besten, ihr schließt schon einmal die Augen. Da ist schon der erste. Bin zur Stelle. Halt, geschützt bin. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja, in Bewegung. Bogenschützen bereit. Ihr könnt auf uns zählen. Die Truppen der Schlange greifen an. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ihr könnt auf uns zählen. So, mal gucken, was kommt. Okay, die töten erstmal einen Bären. Ein paar Bogenschützen, ein paar Streitkolbenkämpfer. Das dürfte nicht so das Problem werden, denke ich mal. Ihr könnt auf uns zählen. Bilden wir noch unsere Lanzenträger aus. Die 10 Stück, die wir haben. Ihr könnt auf uns zählen. Eine Soldatentruppe der Schlange befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Denke ich zumindest. Ja. So, was darf das für die gewesen sein? Bin zur Stelle. Wohin gehen wir? Rücken aus! Allzeit bereit! Und weiter! Sehr wohl, mein Herr. Die Truppen der Schlange greifen an. Womit kann ich dienen? Wir rücken aus. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Ja, ist wirklich wieder bloß eine kleine Truppe. Freue ich dich auch nicht groß beachten, dass wir meine Bogenschützen schon hinkriegen. Eine kleine Soldatentruppe des Wolfs befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. So. Ja, bauen wir mal ein großes Torhaus hin. Das ist
schon recht stabil und da können dann auch nochmal eine ganze Menge Bogenschützen sich platzieren. Die Schwertkämpfer des Wolfs sind hier. Wir sind verloren. Wohin gehen das wir? Das wird etwas schwierig. Bin zur es Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja. In Bewegung. Ja, müssen wir mal schauen. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Da jetzt kommen und wie wir die abwehren können, unsere Bogenschützen da zu reichen. Ich werde gegnerischen Bogenschützen erstmal kommen lassen. Drei Stück. Ja, wir werden sehen, dass die Schwertkämpfer schon extrem viel Schüsse einstecken können. Mein Bogen ist euer. Bogen gespannt. Das ist leider nicht möglich. Mein Herr? Sind auf dem Weg. In Bewegung. Eure Befehle? So. Werde ich ja mal noch schnell zubauen. Dürften die Schwertkämpfer nämlich gar nicht groß reinkommen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Bogenschützen schießen wir schon mal. Wie gesagt, wie ihr seht, halten sie extrem viel aus. Allzeit bereit. Sind auf dem Weg. Ja. Ziel angepeilt. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? In Bewegung. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Eure Befehle? Rücken aus. Bin zur Stelle. Ja. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Pfeile bereit! Eure Befehle? Bogen gespannt! Sind auf dem Weg! Visiere an! Bin zur Stelle! Ziel angepeilt! Ja! Pfeile bereit! Bogenschützen bereit! Bogen gespannt! Ja, ihr seht das mal am Beispiel. Das sind jetzt 26 Bogenschützen, die ihren Dauerfeuer auf den einzelnen Schwertkämpfer machen. Wir haben den Nicht schlecht. Das nächste Mal werde ich euch nicht unterschätzen. Eure Befehle? In Bewegung. Man müsste vielleicht mal zählen, wie viele einzelne Pfeile ein Schwertkämpfer aushält. Also, ich denke mal, die haben jetzt bestimmt die 26 so 7 Mal geschossen. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, also sind wir locker bei, ich denke mal, 150. Und er hatte ja schon einiges an Stelle. Treffer vorher erhalten. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja, und da würde ich sagen, bauen wir mal noch unser ganzes ganze Burg hier noch ein bisschen aus. Steine dafür haben wir ja jetzt. Eine Botschaft, Herr. Hier. Nehmt dies. Dieser Bauplan für eine Armbrust wird euch gegen euren neuen Widersacher helfen. Wir beten, dass es ausreicht. Ja, da haben wir jetzt den Bauplan für die Armbrust. Und da werde ich auch gleich mal meine ganzen Bogenschützen oder Pfeilmacher. Eine Botschaft, Herr. Die Armbrust herstellen lassen. Unsere Pfeilmacher sollten so schnell es geht Armbrüste bauen. Wir müssen bereit sein, wenn die Männer des Wolfs zurückkehren. Genau das. Sind auf dem Weg. Wir werden nachher sehen, die Armbrustschützen sind halt um einiges stärker als diese. Als wie unsere Bogenschützen. Es gibt zwar auch ein, zwei Nachteile von den. Womit kann ich dienen? Armbrustschützen, aber das werdet ihr nachher schon noch sehen. Zur Stelle. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Schon die ersten zwei aufstellen können, sage ich mal. Rekrutieren. Und ja, Marsch! Ihr seht, die sind um einiges langsamer als wir unsere Bogenschützen. Haben auch nicht ganz so eine hohe Reichweite. Aber und was noch ein kleiner Nachteil ist, und los! Ist, dass sie so schnellen, beweglichen Ziele wie die Bogenschützen nicht ganz so treffsicher sind, aber halt bei langsame Ziele wie Schwertkämpfer oder ähnliche Infanterie ja, halt sehr wirkungsvoll sind und dort auch treffsicher, muss man sagen. Sire?
Waffen geschultert! Im Laufschritt! Und Marsch! Achtung! Bereit, eure Lordschaft! Vorwärts! Ja, ich werde überall ein paar hinstellen, aufstellen, auf den Mauern. Meine Burg zu verteidigen. Nennt euren Wunsch. Und weiter. Zur Stelle. Im Laufschritt. Achtung. Ja. Ja, einen kleinen Moment ist es noch bis zur letzten Schlacht. Ja, meine Holzfäller haben mir auch ganze Arbeit geleistet. Und hier auch schon alles abgeholzt. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Schlange auf dem Weg in diese Richtung. Okay, jetzt habe ich eigentlich. So. Achtung! Und los! Mein Bogen ist euer. Sire! Und Marsch! Den Wall mit Zinnen bestückt. Eine Botschaft der Schlange. Es ist aus, mein Freund. Seht es endlich ein. Na ja, gut. Mit den paar Männern sehe ich das jetzt nicht als riesengroße Herausforderung. Mal sehen. Achtung! Waffen geschultert! Bereit, eure Lordschaft! Hier nicht noch ein Turm hin. Wir benötigen Steine. Können. Zur Stelle. Vorwärts.
den halt ein bisschen vor. Eine Botschaft der Schlange. Ja, nicht schon wieder. Ich kann euren Anblick nicht mehr ertragen. Das nächste Mal habt ihr nicht so ein Glück. Im Laufschritt. Ja, war die Schlange wohl nicht so begeistert gewesen. Und los! Und marsch! Achtung! Sire! Vorwärts! Waffen geschultert! Im Laufschritt! Müsste eigentlich ganz gut zur Verteidigung stehen. Da dürfte eigentlich nicht viel passieren. Bereit, eure Lordschaft! Und marsch! Denke ich zumindest. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Wolfs auf dem Weg in diese Richtung. Ja, bitte. Ja, man hätte auch in der Mission halt Streitkolben produzieren können, einen Streitkolbenkämpfer rekrutieren können. Da hätte ich aber halt noch Eisen abbauen müssen. Und ja, ich denke, das wäre mehr Aufwand gewesen und ich denke, dann hätte ich auch einen größeren Truppenverlust gehabt und halt somit am Ende weniger Punkte bekommen. So, schauen wir mal, was uns drauf zukommt. Bogenschützen.
Ja, und okay, hier haben sie erstmal einen Bären erledigt. Etliches an Schwertkämpfer. Ich denke mal so 15 werden es bestimmt sein. Ja, mal sehen wir mal, wie die Bogenschützen hier agieren. Das war nichts. Karten. Achtung! Nicht wirklich uns in, was in zur Stelle! Vorwärts! Achtung! So, dann brauchen wir nicht nur noch die Schwertkämpfer warten. Der Bär will ja auch angreifen. Ah, jetzt nicht mehr. Mein Herr? Rücken aus! Ich schicke mal meine Bogenschützen noch vor und können die auch mit angreifen. Also, weil ich die recht schnell zurückziehen kann. Ja. Damit die einfach nur schon mal ein bisschen die Schwertkämpfer unter Beschuss nehmen können. Eure Befehle? Das ist leider nicht möglich. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Ja. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Rücken aus. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Eure Befehle? Ein weiter Weg. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Sind auf dem Weg. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Seht, die Armbrust sind viel effektiver. Und los! Ladet nach! Mein Bogen ist euer! Mein Herr, Visiere an. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Ziel angepeilt. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. Mein Herr, Bogen gespannt. Der Feind, eine so, Botschaft des Wolfs. Ihr solltet mich besser nicht reizen. Bisschen haben sie unseren Wall kaputt gemacht. Ja, und das war's schon. Das war schon der Sieg. Sieg! Ja, 1% unserer Truppen haben wir verloren. Ja, das kann man verkraften. Ich würde sagen, war eigentlich eine ganz gute Runde. Ja, hier sehen wir nur auf der Karte, wie das Schwein die Ländereien erobert hat. Wir haben eine kleine Länderei erobert, aber sind jetzt recht abgedriftet von unseren eigenen Ländereien, also mitten im Feindesland. Ja, ich würde sagen, was in der nächsten Mission passiert, sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Stronghold. Ich würde mich jetzt verabschieden. Ja, ich würde mich freuen über irgendwelche Kommentare oder Likes oder Abos.
Wenn ihr wollt, schaut euch auch die anderen Videos von meinem Kanal mit meinem Kumpel Flori an. Und ja, dann macht's erstmal gut. Und wir sehen uns, oder wir hören uns, wenn es wieder heißt Let's Play Stronghold. Ciao!